Cheerio, meine lieben Farmer, willkommen zurück zu Stardew Valley. So. Nein. Ja, ich wollte fetter gucken, so. Ganze Tarinen, ja, das heißt, wir können in die Mine. Oh. Hallo, Dana, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die riesige Flora Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fluchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Ich nehme Fledermäuse. Alles klar, ich bereite also sofort alles vor. Sollte nicht allzu lang dauern. Danke, dass du mitmachst. Klar, kein Ding. Wir waren ja auch hier kurz vom Ende vom Frühling, ne? Ja. Ja, hier das kleine Feld. Mal überlegen, ob ich das noch irgendwie vergrößere oder so. Naja, du liegst hier voll rum. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, warum eigentlich... Nee, das geht gar nicht. Haha, wir haben das Gebüsch ja hier gerade bewegt. Das ist das Problem, ein bisschen. So. Dann haben wir ja hier noch den Weg, so in etwa. Na, guck mal. Ah, ein paar Kartoffeln hier. So. Dann müssen wir da noch die Erdbeeren ein bisschen. Dann, irgendwie will ich das alles ändern hier. Also zum Beispiel das hier. Das zum Beispiel wäre ein viel besseres Feld. Das Problem ist, dass hier hinten wieder so ein riesen Stein ist. Aber davor könnten wir eigentlich alles wegmachen. Bin ich ganz ehrlich. So. Machen wir hier alles weg im Grunde. Das ist aber, dass ich die Spitzhacke auch mal bald verbessern müsste. Ich meine, Geld haben wir ja im Grunde. Ich denke mal, dass wir auch die Barren dazu haben, um die Spitzhacke zu verbessern. Müssen wir uns dann noch die Sense rausholen. Dann müssten wir morgen einfach mal auf die Mine verzichten, würde ich sagen. Ich guck mir das gleich mal an. So. Ja, weiter kommen wir so im Grunde eigentlich nicht. Jetzt muss ich nur den Zaun da oben ein bisschen wegräumen. Also zumindest den Holzzaun hier. Nö. Irgendwas anderes hier nebenan. Vielleicht mache ich hier sogar die Dings fertig, die Ställe und so weiter. So, 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 so. So, so. So. Man halt das noch so ein bisschen. Ne? Perfekt. So. Da ich die Spitzhacke nicht brauche, können wir im Grunde ja eigentlich. Ah, es fehlt ein Dings. Ein Kupfer. Also werden wir morgen doch definitiv nochmal zum Dings gehen müssen. Doch in die Mine gehen müssen. So. Dann so.
Irgendjemand hat doch Geburtstag heute, oder? So. Und um wen haben wir uns hier eigentlich bemüht? Haley, sehe ich das gerade sehe. Alles klar. Okay. So, gehen wir erstmal in die Stadt, weil irgendjemand hat ja Geburtstag. Also dann sollten wir jetzt mal so ein bisschen... Das Geld sollten wir auch ein bisschen aufbewahren. Wir haben schließlich gleich Sommer. Nein. Emily hat heute Geburtstag. Hey, Haley. So und so. So. Nichts drin. Und hier? Nichts drin. Alles klar. Nee, sie ist noch nicht hier. Sie müsste jetzt aber so langsam... Hi! Ich geh vorbei und sag Hi! Da kommt sie so. Hey, Emily. Da, ja. Alles gut zum Geburtstag. So, haben wir das auch? Dann gehen wir jetzt erstmal das ganze Gras da vorne weg, man. Mäh. Ja, ich habe doch schon Hi gesagt. Moin, ich doch an Hi. Hi. Sagen. So. Hier oben ist noch eine Blume, die ich gerne mitnehme. Zack. Hier wachsen Bäume nach, ne? Ja. Immer diese Natur muss immer nachwachsen. Und ich habe vergessen, die Erdbeeren zu gießen. Vielleicht bringen die ja morgen noch einmal Früchte. Also Erdbeeren. So, sehr schön. Oh. So. Dann wollen wir mal. Sips, 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 sips. Bitte. Pumps. Einfach weg damit hier. Hier soll ein Feld hin, Leute. Zack, zack. Wie gesagt, erstmal diesen großen Stein hier hinten. Sollte eigentlich passen. So. 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 Und. Ja. Dann. Zaun, Tor und Zaun, bitte. So, erstmal ein Zauntor dahin. Bum, bum. Ein bisschen Musik hier. Bum, bum. Moment. Zack. Bum, bum, bum. Hier würde ich natürlich auch gleich noch gerne ein Zauntor hinmachen. Machen wir erstmal hier halt so weiter. Warte. So. Bum, 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 bum. Ah. Bum, bum, bum. Siehst du, müssen wir so noch ein bisschen Zaun nachmachen. Dann erstmal ein Zauntor noch. So. Okay, zwei noch. Ein, zwei. Perfekt. So.
Hier machen wir die ganz normale Nutzpflanzenart, aber wo auch rüberlaufen können, weil, ja, das ist nützlich. Und oben machen wir da wieder so ein kleines Steinfeld mit Pflanzen, wo wir nicht drüber laufen können. Also, wie das wie die Bohnen, die wir da zuletzt hatten. Hier. Ups. Danke. Hier machen wir dann so einen Steinweg oder so. Hier weg. Moment. Nein. Weg mit dem Baumstumpf hier. Oh, das geht? Ja, natürlich kann man hier nichts anpflanzen oder so, aber man kann nur den Zaun hier so lang machen, wisst ihr? Ja, cool. Cool. So. Yeah. That's what I like. Das gefällt mir. Das geht nicht, weil hier Dings, ne? So, Moment. Wir werden auch morgen nicht in die Mine gehen, weil wir. So. Weil die Felder hier noch weiter vorbereiten will. So. Haben wir noch irgendwo Steinmauern übrig? Das wäre wunderprächtig. Zuerst packen wir das hier da rein. Dann packe ich noch das da rein und das da. Immer noch Steine, oder? Steinmohren haben wir übrigens ein paar Steine, alles klar. Muss ich mal gucken. Müssen wir mal gucken, ne? So. So. Lass ich die Lücken. So. Kann man hier was draufpacken? Kann man. Sehr gut. Wollte ich nur gucken. So. Muss natürlich so noch Tore bauen auch. Moment. So, Tore. 1, 2, 3 wieder. Zack. Dann können wir eins hier hinbauen. Und bauen eins hier hin. So, und dann tun wir hier oben auch noch eins hin. Zack. So, perfekt. Steinmauern. Ja, ist leider ein bisschen wenig Stein. Traurig. Ich wollte sagen, hallo. So. Und so. Okay. Im Grunde müssten wir es eigentlich mal vorziehen, morgen in die Mine zu gehen, weil wir brauchen unbedingt auch Steine. Das hört sich so ein bisschen banal an, aber ist Tatsache so. So. Zack. Nein. So. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich morgen nicht. Jupp. Bob. So. Doch, ein Schwert brauchen wir ja. Hab ich beinahe vergessen. So, dann gehen wir jetzt schlafen. Ab ins Bett. Gute Nacht. Nacht.
So, ein bisschen Kartoffelgeld kriegen wir noch. Schick. Hallo. Bing. Guten Morgen. So, wie gesagt, es regnet. Es regnet ja ohne Ende hier. Ach ja. Dreh den Brief für Anweisung zu einer super gesunden Mahlzeit um. Du wirst dich richtig energiegeladen fühlen. Man sieht sich, Emily. Neues Rezept. Salat. Danke. So, ja, wie gesagt, wir müssen los. Ab zur Mine. Gleich straight ab zur Mine. Aus meiner früheren Spielzeit weiß ich, dass es jetzt sich noch nicht lohnt, die Felder herzurichten für den Sommer. Oh, was haben wir denn hier für... Nein, ich will gucken, was für ein Quest. Ich werde dich für immer lieben, wenn du mir Karpfen bringst, Haley. Oh, das müsst du mal nicht machen. Schö. Ach komm, wir gehen jetzt erst in die Mine und machen das dann. Wir haben noch morgen für den Karpfen und so Zeit. Und Karpfen haben wir ja zum Glück noch in unserer Kiste drinne. Hoffe ich mal zumindest, dass ich so weit vorausgeschaut habe. Weil morgen ist Sommer und dann kann man leider keine Frühlingsfische mehr fangen. Ja, ja. Leider, leider, leider. So. Ab in die Mine. Bob. So, wo war ich denn? Hallo? In Ebene 20, okay. Wow. Das Koffer muss ich auch mitnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Kupfer muss definitiv auch mit. So, dann gehen wir noch eine runter. So. Mann! Ich hoffe mal irgendwo doof hinzu. Alter, ernsthaft? Was ist denn heute los? Schlägst du einen Stein auf, kriegst eine Leiter sofort. Oh, schön, da sind noch ein paar Steine. Ist hier oben noch Kupfer oder so? Nö. Gut, Kupfer ist hier anscheinend auch ein bisschen Magerkost gerade. So, runter. Da! Ich bin so gerade so ein bisschen verwöhnt hier, ey, wie schnell hier die Leitern kommen. Was ist denn los? Ah. Sneakers. Plus eine Verteidigung. Nee, ist eine Verteidigung, eine Immunität, sorry. Ein Satz mit X. War wohl nix. So. Böse. So. Das Käferfleisch nehmen wir natürlich oben mit. Nicht einfach daran, weil wir ja die Angel haben mit den... Mann! Die nächste Leiter hier. Oh, da hinten ist ein Amethyst. Ein Diamant, the fuck? Wirklich? So. Perfekt. Nö. Lassen die Fliegen mal Fliegen sein. Oh. Monsterhöhle. Nö. dieser Nebel, das war einfach, dass da jetzt haufenweise Fliegen gekommen wären.
Ich frage gar nicht, was los ist, warum ich jetzt hier jedes Mal beim ersten Schlag eine Leiter. Ich meine, beschweren will ich mich nicht, das ist nur ein bisschen. Jetzt haben wir irgendwie so einen Glückstag oder so. Ich muss mir nachher mal den Wahrsager angucken. Im Fernsehen. Um zu gucken, ob wir heute irgendwie so eine Form von Glückstag haben oder so. Das ist ja unnormal. So, hi. Nee, nee, lasst mal, ihr müsst euch nicht verpuppen. So. Einiges eingesammelt. Yay! Und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, falsche Richtung. So. Bam. Ebene 25. So Leute, bevor wir hier aber weitermachen, wenn euch die Folge gefallen für heute, wer so bei meinem Part bewerten könnte, denkt auch an den roten Knopf der Farmer. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns die Höhle noch weiter vornehmen, weil wir haben anscheinend einen Glückstag und wir haben sogar ordentlich was zu essen. Also von daher, ciao, ciao!